starten wir mal rein und lösen mal den Cliffhanger auf. Aloy stand ja kurz vor ihrer Prüfung, ihrer entscheidenden, ob sie ins Dorf aufgenommen wird. So, ja, wir befinden uns in Mutterherz und sind kurz vor der Segnungszeremonie. Ich weiß gar nicht mehr, wie die Steuerung war. Das ist ein bisschen ungünstig. Wie war das mit den... Ah, okay, ja. Na dann, gehen wir mal an den Zielort. Na, vor uns ist ja der, mit dem wir gerade geredet hatten, oder nicht gerade, sondern als letztes. Der begibt sich ja auch an den Ort der Segnungszeremonie. Sie beginnen mit der Segnung, wenn alle Aspiranten da sind. Ja, ich bin wieder Bummelletzter. Aloy, dein Platz ist gleich hier. Das da ist dein Gebetslicht. Es ist mein Geschenk. Danke. Blasphemie. Schwestern. Aspiranten, vor jedem von euch steht ein Gebetslicht, das eure Mutter gemacht hat. Ihr zu Ehren, entzündet es nun. Das hat sie gemacht für uns dann. Weil es ja die Mutter nicht gemacht hat. Ja, ich gebe das natürlich, segne das natürlich für Rust. Rust zu Ehren. Weil er so viel für mich getan hat. Urmutter, höre unser Gebet. Was ist ein Kind, wenn nicht Ausdruck mütterlicher Hoffnung? Eine leuchtende Flamme, die weit hinaufsteigt, frei schwebend im Wind. Ein Licht am Himmel, bis es endlich verglüht. So wird das Band unserer Liebe weiter von Hand zu Hand gereicht. Es ist an der Göttin, über die Kaja zu richten. Das ist Olin. Vergangenheit sollte Vergangenheit sein. Ich möchte ihn einiges fragen. So, wir sind... An der Göttin, über die Kaja zu richten, nicht an mir. Wir sind gesegnet. Ich hoffe, ihr seid auch gesegnet und es geht euch allen gut. Ihr seid gesund. Ich bin so ein bisschen wackelig. Ich hoffe, ich habe mich nicht bei Alex angesteckt. Aber es geht noch. Ich rede jetzt mit Olin und dann gehe ich zur Jägerhütte. Es ist ja noch der Vorabend des... Ja, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß. Initiationsritus, wie auch immer. Ich lasse mir von den ungläubigen Kaja doch nicht das Fest verderben. Was sollten sie denn noch anstellen können? Alle schimpfen über die Kaja. Und ich rede nochmal mit dem Olin, der eben auch einen Fokus hat. Hallo, Olin. Du kennst meinen Namen? Du weißt ihn von Erend. Warum hast du dich vorhin so komisch benommen? Muss dieses Fest sein? Ich mag wirklich keine Menschenmengen. Vielleicht sollte ich einfach... Weich mir nicht dauernd aus. Schon gut, ganz ruhig. Was willst du wissen? Außer mir hat niemand einen Fokus. Wo genau hast du ihn her? In einer Ruine nördlich des Landes, das wir Osaram unser Anrecht nennen. Dort oben gibt es sehr viel Metall, Stahlriesen, teils unter der Erde begraben,
Vergessene Höhlen, die die Alten in den Fels gebohrt haben. Deine Augen leuchten. Ich habe meinen Fokus aus genau so einer Höhle. Aus einer Ruine der Alten. Wenn du auch stümmern warst, weißt du so viel wie ich darüber. Frag diese Orte nach Antworten, nicht mich. Interessant finde ich ja, dass sie wissen, dass das Ding Fokus heißt oder sich anscheinend darauf geeinigt haben. Obwohl sie kann doch gar nicht wissen, wie es heißt. Und ja, also wenn, dann haben die anderen ein Wort dafür. Aber ihr Stamm ist ja da eher technikavers. Als wir vorhin sprachen, hast du gezuckt und ausgesehen, als ob dir was wehtut oder Angst macht. Hat dein Fokus dir etwas gezeigt? Er hat mir gar nichts gezeigt. Wie gesagt, eine Fehlfunktion. Das passiert ständig. Bei meinem aber nicht. Und ich hatte ihn schon als Kind. Dann ist deiner wohl besser. Hier gibt es bestimmt viele Relikte. Schließlich habt ihr Nora Angst vorm Ruinenstöbern. Sie halten Ruinen für verflucht. Doch das ist nicht meine Meinung. Wenn bei den Nora Wissen als Fluch gilt, haben sie wohl recht. Ja, genau das. Darüber haben sie ja gerade auch geredet, dass das eigentlich nicht zu den Nora passt. Aber zu Aloy passt es vielleicht, ne? Als wir vorhin sprachen, hast du gezuckt. Ach so, das. Und ausgesehen. Er hat mir gar nichts. Was machst du hier, Olin? Was machst du im Nora-Land? Eren brauchte einen Expeditionsführer und einen Kumpel zum Trinken. Sonst nichts. Jemanden, der auf den Priester aufpasst. Wenn das hier vorbei ist, geht's zurück in die Ruinen. Auf der Suche nach Schrott oder nach Schmuck zum Verkaufen. Du bist also Forscher? Ich bin nur ein fremder Mädchen. Man muss seine Scherben verdienen. Ich verdiene meine eben als Diener des Königshofs. Das ist alles. Ich verstehe das nicht. Wir haben beide dieses Gerät, aber du willst überhaupt nicht mit mir reden. Ich suche hier auch keine Freunde, Mädchen. Den Ärger brauche ich nicht. Ich bin es gewohnt, gemieden zu werden. Ich dachte, du bist anders. Ist nichts Persönliches. Ganz sicher nicht. Du solltest heute Abend mal Spaß haben. Großer Tag morgen. Man sollte jeden Tag genießen. Natürlich wird Bast gewinnen. Man muss ihn doch nur ansehen. Ja, er wirkt sehr unnett. Wir haben alle so viel zu erzählen. Ich weiß noch nicht so genau, ob ich denen mal zuhören sollte oder. Die erzählen halt auch oft das Gleiche. Und meckern über die Karja. Naja. Wird wohl nicht so wichtig sein. Ist ja nicht Teil der Story. Schon irgendwie, aber nicht so richtig. Mutterloses Gör. Wie bitte? Geh ins Bett ausgestoßen und träum vom Sieg bei der Erprobung. Näher wirst du da nicht rankommen. Die Erprobung, genau. Oh, das ist das Bettenhaus? Mit dir als Wache dachte ich, es wäre die Latrine. Deine Anwesenheit hier ist. Gut gemacht. Sieh an, Besuch aus der Wildnis, das mutterlose Kind. Ich sehe, du hast noch die Narbe von dem Stein, den ich auf dich geworfen habe. Eine schöne Erinnerung. Du kannst ein echter Faulzahn sein, Bast. Lass es sein. Ich sehe die Narbe nicht. Was ist los, Ausgestoßene? Oder brauchst du meine Erlaubnis, um mit wahren Nora zu sprechen? Du kleidest dich sogar wie echte Nora, wie ein Schwein in einem Bärenfell. Das habe ich also hier zu erwarten, was?
Das hast du überall zu erwarten, Ausgestoßener. Dein Platz ist die Wildnis, nicht Mutterherz. Und er ist ganz sicher nicht die Erprobung. Was hat er für ein Problem? Du spürst es. Du weißt jetzt schon, dass du verlierst. Ha! Ich habe mein Leben lang dafür trainiert. Ich habe keine Angst vor dir. Ich habe vor gar nichts Angst. Wirklich? Selbstvertrauen ist still. Du nicht. Ich denke oft an den Tag deiner Narbe zurück. Was für eine schöne Erinnerung. Tja, dein dummes Gesicht, als ich dir den Stein wegschlug, war schon lustig. Aber ich schätze, den Teil der Geschichte lässt du dann immer weg, oder? Ich habe dich gebrandmarkt für deine Schande. Du hast es nur geschafft, mich stärker zu machen. Warte nur. Du wirst schon sehen. Ja, klar. Du langweilst mich. Zeit für Barst ins Bett zu gehen. Du wirst morgen überrascht sein, Ausgestoßene. Nicht ich. Wirst du endlich den Mund halten? Das wäre überraschend. Ja, der scheint echt ein Problem zu haben. So, geh ins Bett, rede mit Vala. Ich rede natürlich mit Vala. Wo ist sie denn? Hast du gut gemacht mit Barst. Das sollte ihn ruhig stellen. Zumindest bis morgen. Ich glaube, wir kennen uns noch nicht. Ich bin Aloy. Oh, ich weiß, wer du bist. Die Konkurrenz. Die anderen, sie schaffen die Erprobung. Die meisten. Aber gewinnen wird entweder Barst, du oder ich. Vala. Sehr erfreut, Vala. Du hast recht. Ich werde morgen gewinnen. Man soll den Sieg erst feiern, wenn er sicher ist, Mädchen. Hab ich von meiner Mutter. Und jetzt entschuldige mich, ich lege mich schlafen. Ich will doch ausgeruht sein, wenn ich dir morgen zeige, wo es lang geht. Dein Bett steht da, wenn du es willst. Okay. Danke. Ja. Die ist doch in Ordnung. So, dein erster Tag in Mutterherz. Wie findest du's? Du schläfst in einer unserer Nora-Hütten. Nicht sehr privat. Zu viele Annehmlichkeiten, finde ich. Das muss ja nicht schlecht sein. Die machen dich schwach. Du klingst wie meine Mutter. Du kannst immer noch in die Wildnis zurück, wenn es sein muss. Aber einstweilen ruh dich aus. Privatsphäre. Auf geht's. Erprobung. Was muss ich tun, damit du verschwindest? Ach, er ist so freundlich. Schnee und Nebel. Yeah.
Trophäe erbeutet. Die Trophäe ist hin, Ausgestoßene. Du brauchst wohl eine neue. Danke, danke. Na. Ja, komm. Oh. Na los. Wo ist die Einwohner? Hä? Ach so. Jetzt muss ich irgendwo hinterher. Da lang anscheinend. Einholen. Ich muss sie einholen. Ganz ruhig. Bringt es einfach zu Ende. Alle bis auf eine. Kommt die Ausgestoßene? Sie war hinter mir. Sieht so stark aus. Da bin ich doch schon. Du bist die Letzte. Kannst von hier aus auch laufen. Bast wird gewinnen oder Vala. Du wirst zur Kriegerin, wenn du zum Ziel gelangst. Oh, warte, das ist ein alter Pfad. Dort sind zwei gestorben. Er fällt auseinander. Besser Letzte sein, als zu sterben. Ho, 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 ho! Bei der Urmutter ist sie irre. Sie bringt sich doch um. Es wird nicht leichter. Du bist verrückt, wenn du da lang gehst. Jetzt nur noch vorwärts. Wer führt? Ich sehe nicht. Und Vala ist direkt dahinter. Jetzt mal rausfinden, wie man hüpft. Mach schon. Schneller. Nicht nachlassen. Oh, hey, ich muss weitermachen. Die Ausgestoßene. Im alten Pfad? Ist sie irre? Gut. Ich hol auf. Ja, die Ausgestoßene holt auf. Na komm. Wieder rausgekommen. Ganz schön knapp. Oh, jetzt mach schon. Beeilung. Weiter so. Ich habe mein Leben lang dafür trainiert. Sie hatten einen Schnapp, aber ich hatte die Wildnis. Präzision. Nicht genug. Los, sei perfekt. Du machst es super, Aloy. Weiter. Los, jetzt komm, jetzt, du schaffst es. Sie werden mich nicht schlagen. Er ist nur Dritter. Sie hat geschummelt! Eine Ausgestoßene gewinnt die Erprobung? Niemals! Denn sie ist jetzt eine Kriegerin. Du hast es geschafft. Wie ihr alle, wenn ihr eure Trophäen auf den Altar legt. Doch es ist Aloy, einst ausgestoßen, jetzt Kriegerin, die gesiegt hat. Ah!
anderen da. Wir müssen hier weg. Das ist der Ausweg. Aber nicht, wenn sie auf uns schießen. Tote können nicht schießen. Lenk sie ab. Ich finde einen Weg. Bast! Bast! Machst du mit? Bin dabei! Dann mal los. Jetzt! Plot Twist. Es sind zu viele. Wir haben keine Chance. Wir schaffen das nicht. Oh Mutter, hilf uns. Das wirst du nicht überleben. Vernichtet die Eindringlinge! Du wirst den Schatz finden. Oh. Erledigt sie! Sie sind zu stark! Komm raus! Wir können sie nicht aufhalten! Schnell! Lauft rüber zum Seil! Tötet sie alle! Keine Zeugen, keine Überlebenden! Kämpft weiter! Die machen uns einfach unsere schöne Erprobung kaputt. Da kommen noch mehr! Wie viele sind das? Gerne hier die Pfeile noch aufsammeln. Wir schaffen das nicht! Oh Mutter, hilf uns! Vernichtet die Schänder! Vernichtet die Eindringlinge! Sie sind so stark! Ja, ich mach hier auch nicht. Wir können sie nicht aufhalten! Ich stell mich nicht so gut an. Erledigt sie! Ja, komm. Es sind zu viele! Wir haben keine Chance! Ich sammle jetzt erstmal ein hier. Ganz in Ruhe. Ein paar Tränke. So. Okay. Wo genau sind die? Ich sehe sie nicht so wirklich. Und ich könnte mich doch... Ach, hier ist Ducken. Es sind zu viele. Wir schaffen das nicht. Oh, Mutter, hilf uns. Wo ist sie? Er. Vernichtet die Schänder. Die Eindringlinge! Sie sind zu stark! Wir können sie nicht aufhalten! Sie lassen mir Zeit. Zum Glück.
Und jetzt kommt eine neue Welle. Jetzt, runter, solange es noch geht. Komm zurück! Juhu, ich freue mich. Wo kommst du denn her? Maschinengewehr, Maschinenkanone. Verbrenne alles. Dazu deine Aufgabe. Wie du befiehlst. Aloy! Bye bye, Rust. Sie stirbt.
sie dort ist, ist Blasphemie. Sie muss zu ihrer Mutter. Ich brauche den Fokus. Nein. Rust hat mich gerettet. Er muss mich gefunden haben, bevor der Blutverlust zu groß war. Aber warum ist niemand hier? Wo bin ich? Ja, ich habe überlebt, aber sonst sah das nicht so gut aus für die anderen. Und jetzt, wo ich das zweite Mal gespielt habe, dachte ich mir so, der Olin, der wusste das ja. Und deswegen hat er auch gesagt, genieße den Tag und sowas noch. Der wusste, dass sowas passiert. Okay. Wir suchen unseren Fokus. Also war der vielleicht doch nicht so gemein? Meine Sachen, gut. Und wo ist mein Fokus? Oh. Hier, okay. Was? Bin ich etwa im Heiligen Berg? Aber nur Stammmütter dürfen ihn betreten. Ich sehe meinen Bogen nirgends. Und diesen kaputten Fokus, den ich diesem Mörder abgenommen habe. Wo ist das alles? Jetzt kann ich ja wieder scannen. Da ist irgendwas. Ich muss weitersuchen. Gesicherte Eindämmungsluke. Titan-Meta-Legierung Zugriff nach Generkennung per Identiscan. Bunkertür, Bunkerschutztür, Brandschutztür verstärkt. Hier ist nichts. Verschlussintegrität erhalten. Das Gleiche. Das Gleiche. Ja, also dass er sich einfach... Ich sollte weitergehen. Weil er wusste, dass ich sterben soll oder irgendwas. Oder die Initiation sabotiert werden soll. Dass er sich einfach von mir deshalb irgendwie fernhalten wollte. Ich empfange eine Art Signal. Das sieht hier wie die Ruinen aus, in die ich als Kind gefallen bin. Da, mit meinen anderen Sachen. Gefallen bin? Auf jeden Fall.
kannst du mir zeigen. Alle Kommandanten, Ausgrabungen stoppen und sofort zum Missionspunkt. Vermeidet Kontakt zu den Nora-Wilden. Doch wenn man euch sieht, tötet die Zeugen. Bild der Zielperson im Anhang. Versagt nicht. Bild der Zielperson. Wer sagt, dass ich genauso bin? Sie sahen mich durch. Olens Fokus. Wie ist das möglich? Dann Beeilung. Ich komme jetzt. Warte auf Identiscan. Ihr dürft nicht länger auf Ted hören. Hört endlich auf mich. Wo kommt das her? Von wann? Bist du meine Mutter? Ich soll sterben, weil ich aussehe wie du. Aloy, du bist wach? Du hast mich hergebracht. Schnell, du musst mir folgen. Wohin? Zu dem Ort, an dem du geboren wurdest. Heißt das, ich wurde hier geboren? Im Berg? Es ist besser, es zu zeigen. Sind wir hier? Du warst dem Tod nah. Und bei seiner Mutter zu sterben ist heilig. Lansra wollte es nicht, aber Jessa stimmt mir zu. Ist meine Mutter hier? Werde ich sie sehen? Es ist kompliziert. Bitte komm einfach mit. Ähnelt meine Mutter mir, bis auf die Haare. Das sollte unmöglich sein. Deine Mutter ist keine Frau, Aloy. Der Berg ist deine Mutter. Ich... Was? Was meinst du denn damit? Komm. Was ist das hier? Die große Kammer, in der die Urmutter den Metallteufel vernichtete und dich gebar. Aloy, das Erprobungsmassaker war erst der furchtbare Anfang. Unser Kriegstrupp, der hinter den Mördern her war, wurde überfallen und abgeschlachtet. Was hat das mit meinem Geburtsort zu tun? Nun, ich hoffe alles. Und hier haben wir dich gefunden. Du hast geschrien. Wir sahen nach und da warst du. Ich lag da einfach? Ja. Meinst, ich kann durch diese Tür? Daran habe ich immer fest geglaubt, dass du dem Leib des Bergs entsprungen bist. Es war ein Geschenk der Urmutter selbst. Doch andere, wie Lansra, sahen dahinter vielmehr eine dunkle Macht. Kein Geschenk, einen Fluch. Aber das ist keine Göttin. Aloy! Das ist eine Tür. Mit Leuten dahinter. Mutter? Oh! Identity Scan wird durchgeführt. Die Göttin spricht.
wie die Frau dich sah. Fehler. Alpha Registry beschädigt. Identität nicht bestätigt. Zutritt verweigert. Nein. Die Urmutter sprach mit dir, als ob sie dich kennt. Hast du nicht zugehört? Sie hat mich nicht erkannt. Wegen der Verderbnis. Das waren ihre Worte. Also, wenn du die Verderbnis heilst, wird sie dich erkennen. Und wie sollte das gehen? Du hattest Visionen von einer Frau mit kurzem Haar? Ja, die Mörder wollten mich, weil ich wie sie aussehe. Aber sie sind unüberwindlich. Haben wir denn keine andere Spur? Olin. Er war einer der Fremden. Am Tag vor der Erprobung. Die Mörder sahen mich durch ihn. Er lebte im Meridian. Dann musst du das Heilige Land verlassen. Ich war immer eine Ausgestoßene. Warum nicht auch Verbannte? Es geht auch anders. Komm, dann machen wir es so. Du sagtest, der Stamm könnte ausgerottet werden. Wie kommt das? Nach dem Massaker bei der Erprobung schickten wir einen großen Kriegstrupp nach den Mördern aus. Mehr als die Hälfte starben. Oh. Wie wurde der Kriegstrupp besiegt? Die Mörder kämpfen nicht allein. Auf irgendeine Art beherrschen sie die Maschinen, verderben sie, machen sie verrückt. Die Mörder sind geflohen? Ja. Und jetzt fällt meinen Mitstammmüttern nur noch ein, die Hymne der Buße zu singen und die Urmutter um Gnade zu bitten. Als ob sie nicht will, dass wir uns selbst helfen. Und was ist dein Plan? Dies hier ist mein Plan. Dir deinen Geburtsort zu zeigen, damit du deinem muttergegebenen Schicksal folgen kannst. Ich drück mal kurz Pause. Ein Klon, ja, wer weiß, vielleicht ist sie ein Klon. Auf jeden Fall kommt sie anscheinend von hinter der Tür. Und vielleicht sind ja da auch andere Leute und vielleicht ist ja da auch ihre Mutter. Oder sie ist ein Klon ihrer Mutter. Aber dann wäre sie doch 100% identisch von der DNA, glaube ich, oder? Also von daher ist es wahrscheinlich schon... Also ein Klon ihrer Mutter ist ja dann Quatsch, dann wäre sie dieselbe Person, nur in jung. Ja. Naja, auf jeden Fall, die Urmutter ist offenbar dieser Computer, der die, der die Tür beherrscht. Lustig. Die anderen Stammmütter warten auf uns. Lass mich reden. Ist es getan? Ja. Sie weiß es. Schwestern, die Göttin hat zu Aloy gesprochen. Sie soll die Verderbnis heilen. Ha! Und wie soll sie es machen? Sie muss dazu unser heiliges Land verlassen. Als Sucherin? Wenn die Göttin es so will, muss es sein. Ihr nennt dieses Ding eine Sucherin? Schwester! Ich bitte dich, Lansra, sei vernünftig. Das wird eure Sünde, nicht meine. Schickt sie suchen, auf dass wir sie nie wiedersehen. Aloy, bei der heiligen Gnade der Göttin weihen wir dich hiermit zur Sucherin des Nora-Stammes. Nichts steht deiner heiligen Aufgabe jetzt im Weg.
Möge die Urmutter dich schützen und stützen. Bleib dir treu. Ich bereite die Hymne vor. Wir alle hoffen auf dich. Tirsa, was ist ein Sucher? Du. Und hier ist dein Zeichen. In Zeiten der Not können die Erzmütter einen Sucher weihen. Einen würdigen Krieger, der große Ziele erreichen soll. Wo auch immer diese Ziele ihn hinführen. Auch außerhalb des Heiligen Landes? Ja. Und mit dem Recht, nachher wieder zurückzukehren. Oder wenn es notwendig wird. Ja, Ausgestoßene, schnell zur Kriegerin, direkt zur Sucherin. Ich kann überall hingehen. Ich kann also überall hin, ohne Einschränkung. Sogar an verbotene Orte, wie die verdorbenen Lande, fern der Urmutter. Oder die Ruinen der Metallwelt. Gut. Das ist doch genau das Richtige für Sie. Warum nennt ihr die Lande jenseits des Nuralands verdorben? Muss man das fragen? Unser Land ist heilig. Wir leben im Blick der einen Göttin, der Urmutter, der Quelle allen Lebens. Jenseits ihres Blicks liegt ein weites verlorenes Land, spirituell unrein. Deshalb ist es uns verboten, dorthin zu gehen. Aber der Suchersegen wird dich schützen. Warum sind die Ruinen der Metallwelt verboten? Das sind schlechte Orte, Aloy. Dunkel und böse, wie die Kinder des Metalls, die sie bauten. Als sie die Urmutter umbringen wollten, löschte ihr Zorn ihre Städte aus. Aber nicht ihre Sünden. Ihre uralte Bosheit haust in den Ruinen, um jeden zu verführen, der so dumm ist, hineinzugehen. Aber ich war in einer Ruine. Es sah fast wie im Innern der Urmutter aus. Das kann gar nicht sein. Es ist so. Dann ist das etwas, was ich nicht begreife. Du wirst die Wahrheit wohl herausfinden. Gab es schon andere Sucher? Es gab sie, aber wenige. Und die meisten von ihnen kehrten niemals zurück. War Rost ein Sucher? Nein, ein Sucher nicht. Was hältst du von mir geheim? Jetzt ist nicht die Zeit, Aloy. Vielleicht ein andermal. So viele Fragen. Was ist mit Rosts Leiche passiert? Es war leider nur sehr wenig von ihm übrig. Aber was da war, begruben wir dort, wo er dich großzog. Mit Blumen auf dem Grab. Danke. So viele mussten leiden. Kann ich etwas tun, um zu helfen? Am wichtigsten ist, dass du den Zweck erfüllst, den die Urmutter für dich vorgesehen hat. Du weißt doch auch nicht, was das bedeuten soll. Dann finde es heraus. Wenn du jedoch erkennen solltest, dass es Teil des Zwecks ist, dem Stamm zu helfen, dann tu das bitte. Zweifellos sind überall im ganzen Becken Leute in Not. Du sagtest, ein Nora-Kriegstrupp hat die Mörder verfolgt. Ja, aber er wurde hinterrücks überfallen. Wenige konnten entkommen. Und zumeist schwer verwundet. Weißt du, wo die Mörder sind? Nein. Aber frag doch Varl, einen Krieger, der die Tore des Beckens bewacht. Er hat den Hinterhalt überlebt. Er weiß sicher mehr. Dann machen wir das doch. Ich sollte jetzt gehen. Zuerst musst du zu den Toren des Beckens gehen. Sprich mit Varl. Er zeigt dir den Weg nach Meridian. Wenn irgendein Nora dich aufhalten will, dann zeige, dass du eine Sucherin bist. Werde ich. Danke, Tirsa, für deine Hilfe. Die Urmutter segne und beschütze dich. Ja, zum Glück waren diese weisen Frauen. Mir fällt gerade der Titel nicht ein, wie sie sie nennen, sich uneins. Und die Tirsa
Ja, hilft mir. Dora-Gläubige, wir wollen beginnen. Reinigt euer Herz. Bitten wir um Vergebung für die Sünden, die uns ins Elend gestürzt haben. Wenn die Stammmütter ihre Stimmen erheben, werden wir einstimmen. Nur Holz hier. Meine. Gesundheit wieder auffüllen. Immer noch nicht. Sind aber ungeduldig. Oh Göttin, was soll ich nur seinen Kindern erzählen? Sprich mit Rash. Das wird mir unterwegs sicher weiterhelfen. Jetzt zumindest erstmal wieder hochgeheilt. Nach dem Kampf, der jetzt für mich nicht überraschend war beim zweiten Mal. Meine Stiefel werden ganz nass. Ja, die ganzen guten sind gestorben, oder die Top-Krieger sozusagen. Bast und Varla. Oder ist Varla? Bin ich die einzige, die noch übrig ist. Noch ein paar Ressourcen. Jede Menge Scherben. Die Ausgestoßene nähert sich. Aloy! Aloy! Hä? Der Urmutter sei Dank. Du bist am Leben. Tap.
sagt, er durchbrach die Tore des Beckens. Wer ist Mann? Baal und seine Leute, sie wollten ihn stoppen, aber der Dämon war zu schnell, zu mächtig. Baal ist närrisch mit seinem Tor. Hier, bei Mutters Wacht, leisten wir unseren Widerstand. Bisher sind es 8 Gruppen aus Mutterherz, die Hymne singen werden, und mehr sind unterwegs. Gut. Alle wahren Nora werden gemeinsam die Hymne singen. Die Hymne singen. Müssen wir das? So, dann rede ich mal mit Tab. Komm, lass uns reden. Hi, Tab. Ich hörte davon, aber ich war nicht sicher, bis ich dich gerade sah. Schön, dass es dir gut geht. Du trägst sogar die Tunika, die ich genäht habe. Welche Ehre. Was genau hast du über mich gehört? Dass du verletzt bist. Und beinahe tot. Und dann bestand Erzmutter Tirsa darauf, dass du im Innern der Urmutter heilen sollst. Das war ein Trubel. Nur Stammmütter dürfen den Berg betreten. Doch... du hast es verdient. Die Überlebenden haben jedem erzählt, wie du für sie gekämpft hast. Ich habe nicht allein gekämpft. Nein. Sie haben auch Bast und Bala erwähnt. Und Rost, der Mann, der mich aufzog. Er kämpfte für mich. Und starb dabei. Von ihm haben sie nichts erzählt. Aber ich weiß noch. Er war da, als du mich gerettet hast. Ich weiß noch, er stellte sich vor dich, als mein Vater zu schreien anfing. Wenn er dich durch seinen Tod gerettet hat, Aloy, hatte er sicher nicht bereut. Macht mir das Tor auf. Weißt du eigentlich, wie gefährlich es da draußen ist? Ich muss hier jetzt durch. Dann musst du Resch fragen, oben auf dem Wall. Er ist jetzt Kriegsherr. Ich weiß nicht, ob er dir hilft. Resch. Warum sollte Resch nicht helfen? Naja, er sagt gemeine Sachen über dich. Bin ein mutterloser Fluch, Ausgestoßene. So in der Art. Ja. Ich wünschte, er wäre nicht Kriegsherr, aber Sona verschwand nach dem Angriff. Sie sagen, sie verfolgte die Mörder ganz allein, ohne Hilfe. Wer ist Sona? Sona war die Kriegsherrin. Sie wird aber seit dem Angriff auf den Kriegstrupp vermisst. Du kennst sie bestimmt aus Mutterherz. Eine große Frau, dunkle Haut und lange weiße Haare. Ihre Tochter war bei der Erprobung, aber sie starb. War Vala ihre Tochter? Ja, war sie. Ich mochte sie. Ich auch. Welche Gefahren drohen im Becken? Sind die Mörder noch dort? Nein. Die sind längst weg. Der Kriegstrupp verfolgte sie. Und wurde abgeschlachtet. Sie haben böse Macht über die Maschinen. Sie verderben sie und lassen sie dann an ihrer Seite kämpfen. Und diese Kampfmaschinen, sie sind im Becken? Ein paar sind durchgebrochen. Und wie ich hörte, ist es außerhalb noch viel schlimmer. Glaub mir bitte, das ist keine Zeit zum Verreisen. Keine Zeit zum Verreisen. Was machst du hier mit Bogen und Speer, Tab? Du bist näher, kein Krieger. Viele Krieger sind tot oder verwundet, Aloy. Jemand muss Mutters Wacht schützen, also helfe ich hier aus. Ich komme zurecht, solange ich die Pfade der Krieger meine. Stimmt's? Ich muss jetzt gehen, Tab. Mach's gut, Aloy.
Okay. So. Bevor jetzt hier irgendwas Schlimmes passiert. Das Lagerfeuer ist draußen, ne? Oh. Okay, ich bin gespannt. Rash. Mein Freund Rash. Ich muss durch das Tor. Und seit wann interessiert es mich, was ausgerechnet du musst? Seit ich eine Sucherin wurde. Öffne das Tor. Du? Sucherin? Sind Tirsa und Jezza jetzt verrückt? Schlimm genug, dass du bei der Erprobung warst. Wenn du verletzt bist, bringen sie dich in den Heiligen Berg, um dich zu heilen? Kein Wunder, dass wir verflucht wurden und unsere Kinder zu Grabe tragen müssen. Wie kannst du so herzlos sein? Ich kämpfte mit diesen Kindern, Schulter an Schulter, Rücken an Rücken. Ich sah sie sterben. Und jeder von ihnen als wahrer Nora hätte dir einen Pfeil reinjagen sollen. Rash, komm jetzt. Ruhe! Ich bin dein Kriegsherr. Und ich eine Sucherin, geweiht von den Erzmüttern. Also öffne das Tor und ich werde verschwinden. Je schneller du hier verschwindest, desto besser. Was war das? Was macht er mit ihnen? Er kontrolliert sie. Macht euch bereit! Oh. Was hast du hergelockt, du mutterloser Fluch? Tötet sie, Krieger! Tötet sie alle! Genau ich war das. Krieger, macht euch bereit! Wir bekämpfen einen Fluch, einen Dämon! Ruhe, gib uns Kraft! Es ist soweit. Ich muss auf Position. Da kommt er! Anmarsch! Angriff! Passt auf die Läufer auf! Sie sind verrückt geworden! Keine Ahnung, was jetzt hier, was jetzt hier besser ist. Was? Sie hatte Husten. Was ist passiert? Krieger, macht euch bereit! Wir bekämpfen einen Fluch, einen Dämon. Es ist soweit. Ich muss auf Position. Da kommt er. Angriff! Passt auf die Läufer auf! Sie sind verrückt geworden! Okay.
Nein, ich... Aha! Ja, das wollte ich jetzt nicht. Vor mir gibt es kein Entkommen! Schon fast im Eimer hier. Aber... Okay, gut. Die haben jetzt alle besiegen können, außer den Großen. Nur am wegrennen. Bin fast tot. Und hier ist nix. Nix zum Heilen. Ah, okay. Medizinbeutel voll. Okay. Konzentriert sich anscheinend jetzt gerade auf andere. Kann ich nochmal versuchen. Was ist das? Was habe ich hier abgelegt? Wie kann eine Maschine wie diese all diese Läufer kontrollieren? Glück gehabt. Ich muss herausfinden, wie diese Maschine von den Läufern Besitz ergreifen konnte. Glück gehabt, dass er von mir abgelassen hat. Ich bin total raus irgendwie im... Kampf. Vielleicht kann mein Fokus mir zeigen, wie diese Maschine die anderen unter ihre Kontrolle gebracht hat. Ich suche mir jetzt erstmal hier die... Das brauche ich später noch. Ja, bestimmt. Okay. Ja, Tyrava, ich mache auch bald Feierabend. Jetzt ist ja das Spannende schon vorbei. Das Spannende, der spannende Kampf. Ich kann andere Maschinen übernehmen. Ich danke dir, Tyrava, für dein Geheimnis. 42 Bits. Und ich wünsche dir eine gute Nacht. Und ich guck mal, wie weit ich noch komme. Aber ich werde auch maximal bis 11 machen. Ich hoffe, ich halte mich auch dran. Ja. Ein Verderber. Wertvolle Rohstoffe entdeckt. Wie machst du das? Bye, bye. Sie haben dir gehorcht. Wie? Das. Damit machst du das. Es verbindet sich mit dem Fokus. Kann ich das verwenden? Probieren wir es aus. Bloß ein paar Drahtschlingen. Das sollte halten. Ich muss es nur noch testen. Aloy, wie hast du das gemacht? Du tötest den Dämon und weidest ihn komplett aus.
Die Kontrolle über die Maschinen. Ich glaube, ich weiß, wie es geht. Ich will es an einer Maschine testen. Es sind viele Läufer auf dem Weg zu den Toren des Beckens, glaube ich. Ganz genau. Und zu den Toren wollte ich ja ohnehin. Ich muss mit Val sprechen. Ich wusste, dass du anders bist, Aloy, aber... Aber was? Ich glaube, du bist ein Segen der Urmutter. Egal, was Rash sagt. Danke, Tab. Aber ich muss jetzt los. Das musst du. Ich denke an dich. Danke, Tab. Krieger, das Tor muss sofort repariert werden. Und wenn ihr es zusammenflicken müsst, macht hin! Ein echter Freund. Überbrückung freigeschaltet. Wächter, Läufer, Langhals, Stürmer, Breitkopf. Eine Sucherin vor den Toren. Überbrücke einen Läufer. Fertigkeitspunkt habe ich auch bekommen. Ich muss eine Maschine finden und dieses Überbrückungsgerät testen. Ich gucke erstmal in meine... Ich habe jetzt 6 Fertigkeitspunkte neu bekommen. Wow. Okay. Dann würde ich sagen, ich hole mir nochmal diese Konzentration, weil das ist das Einzige, was irgendwie den Kampf verlangsamt. Naja, das lädt schneller nach in dem Moment. Das hilft ja auch. Was ich halt auch machen könnte, wäre mir einen Doppelschuss zu holen. Dann kann ich mit 2 Pfeilen auf einmal schießen. Hier unten gibt es noch einen Dreifachschuss. Das ist ja schon mal auch sehr hilfreich. So, ansonsten Inventar. Das alte Amulett. Noch Schatzkisten bekommen. Ja, dann mach ich nur mein Inventar noch voller. Ich glaube, ich lasse die erstmal da drin. Und ansonsten ist jetzt hier der Verderber dabei. Der hatte eine Feuerschwäche, das habe ich leider zu spät ausprobiert. Ja, wobei, als ich habe ja auf diese Dinger da oben geschossen. Die sind gar nicht feuerempfindlich, der Körper war es. Ich weiß gar nicht, vielleicht habe ich ja den Körper stattdessen getroffen. Ja. Speichern wir erstmal. Und dann sprechen wir mal mit dem Händler da vorne. Mit der Händlerin. Und dann verkaufe ich erstmal alles, was nur Verkauf gegen Metallscherben ist. Ja, das ist ja nicht viel. Nur die eine Sache. Und was verkauft er? Eine Kaderschleuder, die habe ich schon. Oder sie, natürlich. Ich habe schon alles, was sie verkauft. Interessant wäre vielleicht auch noch Heiltränke. Aber die finde ich auch wieder. Gut, jetzt gehe ich ins Läufergebiet anscheinend und probiere dort mein Gerät aus. Meine Überbrückung.
hält sich. Kann ich das Überbrückungsgerät testen? Ich muss leise sein. Nach allem, was ich durchgemacht habe, soll mich keine panische Herde überrennen. Schön leise. Okay, dann mal los! Komm jetzt, mach schon! Es hat geklappt! Er ist nicht feindselig. Er wirkt fast zahm. Ich glaube, ich könnte ihn reiten. Na also, braver Junge. Das ist schon besser. Er ist schön schnell. Ja! 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 Lauf! Dieser Läufer ist schnell. Die Bestie läuft. Ja, jetzt habe ich mein Pferdchen. Ich sollte noch andere Maschinenarten überbrücken. Man kann vermutlich nicht alle reiten, aber vielleicht finde ich eine Verwendung für sie. Ja. Lustig. Also, jetzt kann ich diese Maschine hier reiten und ich hatte ja tatsächlich in dem Notizbuch noch irgendwie ganz viele andere Überbrücken entsperrt. Genau, Überbrücken entsperrt, Überbrücken gesperrt. Unmöglich. Gesperrt. Okay, also unter den Bekannten, die ich überbrücken kann, sind die Läufer. Die kann ich wie ein Pferd reiten. Und die Wächter, die muss ich mal ausprobieren zu überbrücken. Das ist wahrscheinlich nicht so einfach, weil die nicht so friedlich sind wie die Läufer. Jetzt kann ich auf jeden Fall mich schneller bewegen. Und ich soll dorthin. Ist hier denn auch ein Wächter in der Nähe? Sieht nicht so aus. Noch ein Truthahn. Ich kann auch von hier oben schießen. Auch reiten lernen. Rufen? Ich kann es rufen. Ah, hier. Kommt er zu mir. Kampfgeräusche. Vor den Toren? Die Tore scheinen zerstört zu sein. Seid vorsichtig! Holt es näher ran! Näher! Okay.
Wahl, nicht wahr? Aloy, die Gewinnerin der Erprobung. Du hast also tatsächlich überlebt. Erzmutter Tirsa sagt, du kennst den Weg nach Meridian. Die Hauptstadt des Kaja-Sonnenreichs? Du suchst Zuflucht? Nein, ein Verräter namens Olin. Die Mütter machten mich zur Sucherin, damit ich ihn finde. Du solltest nach Norden gehen, nach Mutterkrone. Falls du schaffst, sprich mit Maria, sie zeigt dir den Weg. Falls ich schaffe? Der Weg ist gefährlich. Seit dem Massaker am Kriegstrupp sind unsere Lande unbewacht, die Grenzen ungeschützt. Wir haben keinen Kriegsherrn, der uns führt. Macht das nicht Rash? Nur weil Sona verschwunden ist. Ich würde sie selbst suchen, aber sie befahl mir, dieses Tor mit meinem Leben zu beschützen. Und das tue ich. Ja, Rash taugt nix. Und er heißt Varl und seine Schwester heißt Varla. Die haben auch das gleiche, die gleiche Bemalung im Gesicht. Oder hieß Varla, ne? Die ist ja jetzt gestorben. Bei der Erprobung. Du sagtest, auf dem Weg lauern Gefahren. Was für Gefahren? Zu viele, um sie zu nennen. Die Mörder sind noch da draußen und irgendwie haben sie die Maschinen beeinflusst, Chaos zu verbreiten. Ja, ich hab's selbst gesehen. Und Banditen. Sie schleichen sich über die Grenze und überfallen uns. Es heißt, sie haben ein Lager in den Ruinen am Fluss. Ich sollte wohl noch mehr Pfeile machen. Die Gewinnerin der Erprobung. Woher weißt du das? Ich sprach mit Überlebenden. Du hast für sie gekämpft. Wie auch Bast. Und meine Schwester. Seine Schwester war Vala? Es tut mir leid. Ich mochte sie. Ich dachte sogar, wir werden Freunde. Es sollte nicht sein. Danke. Sie starb für andere. Kein Tod ist besser. Es gab ein Massaker am Kriegstrupp. Wie? Als wir vom Angriff auf die Erprobung hörten, stellte Kriegsherrin Sona einen Kriegstrupp zusammen. Aber der Wunsch nach Vergeltung ließ manche Krieger kopflos losstürmen. Direkt in einen Hinterhalt. Ein Haufen verrückter Maschinen, voller Verderbnis, überfielen die Krieger und töteten sie. Die Kriegsherrin schlug sie schließlich zurück und zerstörte die Maschinen. Doch da waren die Mörder schon weg. Und unsere Verluste extrem. Dann müsste ja die Kriegsherrin, seine Mutter, ja auch so eine Art, ja, Keil irgendwie überm Auge haben, wenn das mit der Theorie stimmt, mit der Familienbemalung. Kriegsherrin Sona wird vermisst? Selbst als der Kriegstrupp ermordet wurde, hat sie nicht aufgegeben. Sie hat nach Freiwilligen gesucht und die Mörder verfolgt. Hast du dich nicht gemeldet? Doch, natürlich. Aber Sona wies mich zurück. Sie befahl mir, nach den Verwundeten im Becken zu sehen. Und dieses Tor, das Becken, mit meinem Leben zu beschützen. Das war vor Tagen und seitdem habe ich nichts von ihr gehört. Es weiß also niemand, ob sie noch am Leben ist. Wenn jemand da draußen überleben kann, dann sie. Ihr Können ist legendär. Eine unbeugsame Kraft, an der wir uns messen müssen. Sie scheint die Latte hochzuhängen. Oh, verlass dich drauf. Sie ist meine Mutter. Und jetzt habe ich ihre Narbe mal gesehen. Die ist da bei der Stirnfalte direkt daneben. Über dem Auge, aber so sieht man es kaum, weil es da so hell ist. Ich glaube, das soll die Narbe sein. Na dann, muss ich gehen. Ich sollte jetzt gehen. Aloy. Bevor du nach Mutterkrone und darüber hinausreist, könntest du vielleicht zuerst nach Sona suchen? Der Stamm braucht ihre Führung. Ich würde sie selbst suchen, aber sie befahl mir, dieses Tor um jeden Preis zu schützen. Wo war sie zuletzt? Am Ort des Kriegstruppmassakers. Eine waldige Niederung gegenüber von Teufelsdurst auf dieser Flussseite. Dort kannst du vermutlich ihre Spur aufnehmen. Sie suchte die Mörder, die Erprobung angegriffen hatten und jene töteten, die wir liebten und die dich töten wollten. Ich verstehe, Val. Ich tue, was ich kann.
Ja. Ein Läufer! Nein, nein, nicht schießen. Das ist meiner. Wie ist das möglich? Ist schwer zu erklären. Ich habe was entdeckt. Verstehe. Meiner. Die Göttin schütze dich. So, wir speichern hier. Und dann gucke ich nochmal auf die Aufgaben. Rede mit Maria in Mutterkrone. Genau, das ist ja im Prinzip meine Hauptaufgabe jetzt. Dass ich mit Maria reden soll in Mutterkrone. Mutterkrone ist... Boah, doch recht weit weg. Verglichen mit dem, wo ich bisher unterwegs war. Und die schickt mich dann wiederum weiter nach Meridian. Ich weiß, dass Meridian hier ist. Ist also noch viel, viel weiter weg. Beziehungsweise weiß ich gar nicht, ob die mich da weiter schickt. Nur hieß es ja, ich soll nach Meridian gehen. Genau, also so weit habe ich noch nicht gespielt bisher. Ich bin hier nur draußen etwas unterwegs gewesen und habe hier draußen noch ein paar Quests gemacht, die ich jetzt hier in der bei dem Neuanfang noch nicht gemacht habe. So, und die Kriegsherrin finden. Das kann ich ja auch mal auf der Karte anzeigen lassen. Das ist nicht so weit weg. Das wäre dann, denke ich, erstmal ein sinnvolleres Ziel. Ansonsten sind hier noch einige Symbole auf der Karte. Dieses hier und das hier unten. Womit wir jetzt noch nicht so viel anfangen können. Und hier drin ist eigentlich alles aufgeklärt. Naja, bis auf dieses Lagerfeuer. Und beim Grab war ich noch nicht. Das ist jetzt hier neu, das Symbol. Das ist das Grab von Rust. Genau, ansonsten, das sind, glaube ich, die Ruinen, wo ich drin war, wo ich reingefallen bin und den Fokus gefunden habe. Deswegen ist das, vermute ich, grün. Und grün sind ja die Orte, an denen ich schon war. Wobei das bei den Ortschaften anscheinend nicht grün wird, sondern nur bei den Lagerfeuern. Naja. Weiß nicht, ob ich hier unten auch schon war, aber ich kann auf jeden Fall dahin reisen. Okay. Diese beiden Quests habe ich. Und ich habe noch ein Tutorial zur Stolperfalle. Das habe ich ja eigentlich nebenbei schon gemacht mit den Drähten, aber anscheinend muss man das richtig aktivieren. Oh, das habe ich noch nicht gemacht bisher, aber die Waffe habe ich ja. Theoretisch kann ich das auch einfach machen. Auch wenn da eigentlich Stufe 18 steht. Was sollte mich davon abhalten? Ja, das sind die Quests, die ich aktuell habe. Die beiden eigentlich. Und dann eben diese Tutorials. Aber... ich sagte ja, um 23 Uhr wollte ich spätestens Schluss machen und das ist gleich. Und deswegen würde ich jetzt an der Stelle, wo ich auch gerade gespeichert habe, für heute Schluss machen und ich würde gern demnächst weiterspielen. Ist ja immer so zeitlich schwierig, das hinzubekommen. Wir werden sehen, wie es klappt. Vielleicht klappt es morgen schon, um weiterzumachen. Vielleicht spiele ich auch eher was anderes. Ich bin noch nicht ganz sicher. Ihr werdet es morgen sehen, wenn ihr wollt. Und ansonsten sage ich jetzt an der Stelle danke fürs Zuschauen. Ich mache kein Raid. Das dauert mir jetzt zu lange. Ich will ja gleich ins Bett. Und oh, Onata. Du musst auch ins Bett. Dann passt es ja super. Onata, schön, dass du da warst.
Danke fürs Zuschauen. Und, ja. Regen hängt in der Luft. Hier regnet es eh gleich wieder. Na gut, dann schlaf gut, bleib gesund und bis demnächst. Ciao.